Petrus schreibt: Ich warne euch rechtzeitig, liebe Freunde, damit ihr wachsam seid und nicht von den Irrtümern dieser Menschen mitgerissen werdet, die ohne Gesetz leben. Ich möchte nicht, dass ihr euren sicheren Halt verliert. Wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Mit diesen Worten aus dem 2. Petrusbrief begrüße ich euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am Palmsonntag hier in der evangelischen Kirche Altstetten. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und auch die, die am Bildschirm eingeschaltet haben, um den Gottesdienst zu feiern, seid alle ganz herzlich willkommen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen vom dreieinigen Gott, der uns in der Bibel bezeugt und Jesus Christus ist offenbart worden. Mit dem Palmsonntag fährt die Karwoche an, wo wir am Leiden und am Sterben von Jesus Christus gedenken. Der Palmsonntag erinnert vorab, aber auch noch an den Einzug in Jerusalem, wo Jesus eingezogen ist, genau so, wie es der Prophet Zacharia rund oder gut 500 Jahre vorher vorausgesagt hat. Jesus ist also nicht einfach nur nach Jerusalem eingereist, sondern auf eine ganz spezifische Art und Weise, wie es vorausgesagt war in den Schriften des Propheten. Und damit hat er ein Bekenntnis abgegeben. Er hat gesagt: Ich bin der versprochene König, der König vom Frieden, wo der Prophet davon geredet hat. Zu diesem Zeitpunkt wird er vom Volk noch als der König gefeiert. Sie rufen Hosianna und wenige Tage später wenden sie sich alle von ihm ab, weil er nicht die ersehnte oder ja, erhoffte Rettung und Befreiung von den Römern bringt, sondern eine andere Art von Friedensreich. Sie wenden sich von ihm ab, rufen er sogar Kreuziger und auch seine Jünger wenden sich von ihm ab. Der Palmsonntag gibt Anlass, darüber nachzudenken, wie wir Jesus Christus in unser eigenes Herz, in unser Leben oder auch in unsere Kirchgemeinde empfehlen. Ist er unser König? Können wir von Herzen rufen: Hosianna? Im heutigen Gottesdienst werden wir uns damit beschäftigen, was die Konsequenzen sind davon, wenn wir Jesus Christus, den König, den Friedenfürst, in unser Leben, in unsere Kirchgemeinde aufnehmen. Johannes 10,10 sagt Jesus, dass er ist gekommen, um das Leben zu schenken, und zwar das Leben in Fülle. Ich werde in der Predigt ein genau von Christus in Fülle kommen und was es mit dem da kommen wir aber später noch dazu mit unserer Vision vom Wachstumspfad. Ich lade euch zuerst mal ein, innerlich still zu werden zum Gebet. Herr Jesus, danke bist du zu Jerusalem bei deinem Volk eingezogen. Und danke, dass du auch bei uns einziehst. Du willst uns heute Morgen neu begegnen. Und danke hast du versprochen, in unserer Mitte zu sein, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen. Es tut so gut zu wissen, dass du dich um jeden einzelnen von uns kümmerst. Egal, wie es uns im Moment gerade geht, du bist da für uns. Und danke, Herr, suchst du immer wieder eine persönliche Begegnung mit uns. Lass uns wachsen in dieser Verbundenheit zu dir und uns zunehmen an Erkenntnis von dir. Und so laden wir dich jetzt ein, Herr, red du zu unseren Herzen heute Morgen. Verändere du unser Leben dort, wo wir Veränderung nötig haben. Und führe uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Es freut mich ganz außerordentlich, dass wir nach so einem etwas längeren Unterbruch wieder neu mit einem Kinderhüteangebot starten können. Das freut mich ganz besonders und ich möchte darum das Team, das sich dafür engagiert, kurz dafür bitten und ihnen das Wort übergeben. Oh,
Vor ein paar Monaten haben Elisabeth und ich am Sonntag den gleichen Gedanken gehabt, es kann doch nicht sein, dass jetzt die Mütter nicht mehr kommen können oder die Mütter und Väter müssen jeden Sonntag ihre Kinder selber hüten. Dann haben wir irgendwo, wie wir beide am gleichen Tag den Gedanken hatten, haben wir gefunden, okay, let's do it. Just do it. Dann haben wir gestartet und das ist die Ausbeute. Die Elisabeth ist leider heute krank, ist nicht da. Aber die Leute von 16, 17, oder? Aufwärts bis um die 70 herum, wenn wir jetzt die Hütte miteinander stemmen. Wir zwei haben die Verantwortung, Bettina Heb und ich. Ich will dir gerade eine Frage stellen. Was war für dich eigentlich der Grund gewesen, dass du da mitmachen willst? Also uns war einfach wichtig, dass die Kinder schon im Kleinkindalter irgendwo in die Gemeinschaft der Kirche irgendwo wieder aufgenommen werden können, weil sonst gibt es wie eine Lücke von, ich sage jetzt, 0 bis 5 Jahren, wo du als Familie sehr schwierig hast, dass du überhaupt in die Kirche gehen kannst und am Kirchenleben teilnehmen. Ja. Danke. Die gleiche Frage an dich. Was war bei dir der Ausschlag? Der war nämlich ganz speziell. Ich habe eigentlich direkt einen Deal ausgehandelt mit der Irene, die sie mich gefragt hat. Ich habe gesagt, also grundsätzlich ja, Kinder habe ich gern, Hüte auch gern, aber ich komme, wenn ich die 8. Person bin. Und ja, es ist eigentlich nicht so lange gegangen, bis die Irene gesagt hat, es werde nicht so weit. Genau. Der Grund war eigentlich, dass ich gefunden habe, ich will, dass es niederschwellig ist, dass wir einfach 10 Leute sind. Das war für mich das Minimum. Da können wir zählen, wir sind 10 plus. Also mega lässig. Und einfach für andere Leute, die sich auch noch dazu zählen, das ist wirklich ein Angebot, wo man ganz wenig dran kommt. Also wir haben es jetzt so, mein Ziel war eigentlich, dass man alle 3 Monate höchstens einmal dran ist. Also einen kleinen Aufwand. Und gleichzeitig, so lässig, Marina hat heute gesagt, so cool, dass Grossmütter da auch dabei sind. Ja, wir haben doch Erfahrung. Ja, Kinderhüte noch mal ganz kurz vorstellen, die meisten wissen es, aber auch um den anderen können wieder schmackhaft machen. Die ist von 0 bis 4 Jahren, findet an der Sonntag statt. Es gibt Ausnahmen, wenn der Rolli-Gottesdienst ist, weil dann gehen sie mit den Kindern hindern, dann bringt es das nicht, dass dort noch kleine sind, die können dann auch mit raus. Und in den Ferien ist eben so keine Kinderhütte. Ja, es wird dann eine wunderschöne Holztafel, der Ivo hat sie schon fast fertig, oder wir haben sie schon fast fertig, wird wieder anzeigen, dass es Kinderhütte ist. Und wir starten heute darum, nimm die Kinder nachher dann hinterher. Ja, ganz herzlichen Dank all denen, die sich da engagieren. Es ist tatsächlich so, dass wir als Kirchgemeinde schlicht nicht könnten überleben, wenn es nicht ganz viele Leute gibt, die sich freiwillig engagieren. Und es freut mich eben ganz besonders, dass das jetzt auch wieder möglich ist, dass wir wirklich schon von kleinem Alter an Kinder auch können betreuen können, während dem Gottesdienst da hinten im Kirchensaal. Und die sich noch nicht irgendwo in unserer Kirchgemeinde engagieren, sind herzlich eingeladen. Es gibt ganz viele Sachen, die ihr machen könnt. Auch dort, wo ihr selber gefördert werdet. Nicht nur Sachen, die sinnstiftend sind, sondern eben, die ihr auch vielleicht noch ausbilden könnt. Ein besonderer Hinweis ist immer wieder das Technikteam, wo wir einfach sehr, sehr froh sind, wenn sich Leute ausbilden lassen, dass sie die Technik abdecken können. Genau. Sonst findet ihr alle Mitwirkungsmöglichkeiten auf unserer Webseite, aber ich will jetzt da nicht einen Werbeblock einschalten. Deswegen. Gut, ich lade euch ein zum ersten Lied, das wir miteinander singen wollen. Und zwar ist das vom Aufgang der Sonne. Ihr findet es da vorne einblendet, oder wenn ihr lieber mit den Noten wollt, nachverfolgen, findet ihr es da im Kirchgesangbuch, im weinroten, dickeren Büchlein unter der Nummer 69. Und die von euch, die schon das Lied ein bisschen kennen, ich gehe mal davon aus, dass es doch einige sind, ihr wisst vielleicht, dass das ein Kanon ist. Jetzt habe ich das so, also ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich war auch gerade in der Ferien gewesen, wo Gott irgendwie die musikalische Talent verteilt hat. Ich bin nicht so wahnsinnig musikalisch und darum getreuen wir es eigentlich nicht, euch anzuleiten mit den verschiedenen Stimmen. Aber ich glaube, es würde auch funktionieren, wenn ihr einfach das Gefühl habt, hey, ich setze jetzt einfach mal bei der zweiten oder bei der dritten Stimme ein und dann finden wir gleich, glaube ich, das Ganze. Also wir probieren es einfach mal. Lied 69 vom Aufgang der Sonne. Und zum Singen bitte ich euch jeweils aufzustehen, wenn ihr könnt und mögt. Das ist nicht Pflicht, aber ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und wir werden dann nach diesem Lied noch das nächste anhängen. Das findet ihr dann unter der Nummer 50 oder auch, falls ihr auch da vorne einblendet.
Wir kommen zum Lesungstext und das wird gelesen von der Fiona Lütfiu. Darf ich dich bitten, da vorne zu kommen und Johannes 15, Verse 1 bis 8 vorzulesen. Du kannst in das Mikrofon da vorne reinreden. Danke vielmals. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort hört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Wir singen vor der Predigt noch das nächste Lied, das heisst «Wohl dem, der nicht wandelt». Ihr findet das im grünen Büchlein, wenn ihr die Noten dazu wollt, oder sonst da vorne einblenden. Das wäre die Nummer 945. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Ja, ich möchte zuerst mal am Anfang der Predigt eure Aufmerksamkeit auf den Baum lenken, der hier in diesem Topf steht. Vielleicht geht es ein bisschen versteckt hinter einem Topfstein, aber das macht nichts, ihr seht trotzdem, also es ist ein Baum da. Den haben wir freundlicherweise dürfen ausleihen vom Sandro Willi. Herzlichen Dank an dieser Stelle mal dafür. Und natürlich ist es jetzt in dieser Jahreszeit, die wir haben, ist es ein Baum ohne Früchte. Aber dem werden wir dann später noch abhelfen. Zusammen mit dem Missionsfest, da könnt ihr euch dann überraschen. Jetzt mal, im ersten Moment geht es einfach um einen Baum als Symbol. Und es könnte auch ein Bonsai-Baum sein, wenn man ihn anders
geschnitten hat und wenn man ihm anders Platz gegeben hat. Früher habe ich immer gemeint, Bonsai-Bäume sind irgendwie so spezielle Samenbäume, also gibt es spezielle Bonsai-Samen, wo man eigentlich so Bonsai-Bäume pflanzen kann. Und bis irgendwann ist belehrt wurde, dass ein Bonsai-Baum eigentlich ein normaler Baum ist, oder ein Busch, aber ein normaler Baum, wo man einfach speziell geschnitten, speziell gepflegt hat. Wenn man ihm nicht genug Platz gibt, dann kann er nicht weiter wachsen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich bin natürlich kein Botaniker, aber das ist mir zumindest so gesagt worden. Bonsai-Bäume sind eigentlich normale Bäume, die man einfach bestimmt geschnitten hat und ihnen zu wenig Platz eigentlich hat gegeben, für dass sie gross könnten werden. Im gleichen Zusammenhang habe ich auch noch von einem Kollegen von mir, der so Aquarium angefressen ist, sage ich mal, vernommen, dass es gibt so eine Fischart, die die beliebteste ist in dem Aquarium. Und das sind Haie, logischerweise. Also jetzt reden wir von größeren Aquarien. Aber auch bei den Haien ist es so, dass wenn man die einsperrt, dann wachsen sie nur in der Größe vom Verhältnis, das das Aquarium ihnen bietet. Also es gibt Haie, die werden quasi nur 15 cm lang und sind aber völlig komplett ausgereift und einfach nur in dieser Größe, weil das Aquarium nicht grösser war. Und wenn man es aber dann nachher in den Ozean entlässt, dann wachsen sie auf ihre normale Länge bis zu 2,5 Meter. Also es ist tatsächlich so, dass offenbar, ich rede das auch nur nachher, ich habe es so gehört, dass das einschränkend ist. Wenn das Aquarium nicht grösser ist, dann wachsen die Haifische nicht mehr. Und leider trifft man ab und zu auf Christen, die zwar schon länger im Glauben sind, aber sie sind nur bis auf 15 cm gewachsen. Und die Gründe dafür mögen ganz vielfältig sein. Ich meine das überhaupt auch nicht verurteilend oder so, aber es ist meine Überzeugung und ich bin ziemlich sicher, dass es nicht Bestimmung ist, von uns Christen nur auf die 15 cm zu wachsen. Ich habe auch schon vor einer Zeit einen jungen Mann seelsorgerlich begleitet, der in seiner Kindheit ganz viel Missbrauch von seinem Vater erlebt hat. Und er war zwar auch schon lange Christ, aber es war wie eine Blockade in seinem Leben. Er hat geistlich in dem Sinne komplett stagniert und hat sich selber auch immer wieder hinterfragt. Aber es ist natürlich so, wenn das Vaterbild so komplett gestört ist, dann braucht es da natürlich eine Aufarbeitung. Und es war aber auch unglaublich schön zu sehen, wo wir miteinander gearbeitet haben und das aufgearbeitet haben und Befreiung erlebt haben, dass nachher ein richtig gehender Wachstumsschub, kann man sagen, gemacht hat im geistlichen Sinn. Also wirklich nachher eine Art, das durchbrochen hat, die Blockade und nachher wieder hat können wachsen, weil dann quasi der eingrenzende Faktor weggefallen ist. Ja, was heisst das? Fazit ist eigentlich davon, dass wir Christen dazu bestimmt sind, geistlich zu wachsen. Wenn wir das nicht tun, dann können wir in der Bibel auch nachlesen, was dann passiert. Der Verfasser vom Hebräerbrief benennt das ganz deutlich, wo er schreibt im 5. Kapitel: Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Also die ursprüngliche Bestimmung, die Absicht ist eigentlich, dass wir wirklich eben wachsen als Christen, geistlich wachsen, und wir immer weiter uns entwickeln, zunehmen an Erkenntnis über Gott und das, was er für uns da hat. Dass wir eben nicht müssen zurückkehren zu Milch oder wieder Brei, wo man den Babys abgibt. Ich habe den heutigen Teil so in zwei Hauptbereiche unterteilt. Das eine sind die Wurzeln und das andere ist das Wachstum gegen auf. Also wenn wir den Baum anschauen, dann haben wir eben einerseits das Wachstum in die Höhe, das ist das, was wir sofort sehen und können erkennen. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass die Wurzeln auch in die Tiefe müssen wachsen. Also der Baum wächst sozusagen in beide Richtungen. Und selbstverständlich kann man jetzt eben
allenfalls sehen, wenn man so mit einem Bonsai-Baum, wenn man den anschaut, dann hat es nur so ein ganz kleines Töpfchen, weil man eben nicht mehr Platz gibt zum Wachsen. Ich starte mal bei den Wurzeln. Wir gehen mal zuerst in die Teufel runter. Dort habe ich eine Stelle aus dem Kolosserbrief ausgewählt, Kolosserbrief 2, Verse 6 und 7, wo es heisst: Lebt nun auch so mit Christus Jesus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Also seid in ihm verwurzelt, in Christus verwurzelt sein. Er ist unser Fundament, unser Boden, wo wir Halt bekommen drinnen. Und wir sollen auf ihm gegründet sein. Da gibt es auch noch, ja, ich hätte ganz viele Bibelstellen können anfügen für das. Es kommt immer wieder vor in der Bibel, dass wir wirklich uns fest sollen verbinden mit Christus, wo unser Grund und Boden ist. Ihr kennt ja auch das Gleichnis vom Haus, wo der eine auf Sand baut und der andere auf Fels. Und wenn man eben auf den Fels Christus baut, dann hat es Bestand. In dem Sinn, wenn ihr das Gleichnis gut kennt, wisst ihr, der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass man das Wort Gottes nicht nur hört, sondern es eben auch in die Tat umsetzt. Dann sind wir die, Leute, die unser Lebenshaus auf Felsen bauen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal nach einem Sturm durch den Wald gelaufen seid und nachher habt ihr gesehen, wie da vielleicht der ein oder andere Baum nach einem festen Sturm, wie jetzt der Lothar, aber das ist natürlich jetzt schon 24 Jahre her, glaube ich. Aber dass dort, wenn ein ganz grosser Sturm war, dass nachher zum Teil wirklich grosse Bäume entwurstet worden sind oder eben umgekippt sind, weil die Wurzeln zu wenig genug Halt können vermögen zu geben. Also Wurzeln ist etwas sehr Entscheidendes, auch wenn wir es nicht auf den ersten Blick sichtbar haben. Auch in unserem Leben ist es manchmal eben verborgen, was uns wirklich vielleicht noch hindert, unsere Wurzeln weiter zu wachsen lassen. Ich habe mal gelesen davon, dass sie in Nordafrika, wenn sie junge Bäume pflanzen, wenn sie Palmen neu ansetzen, dass sie denen einen ziemlich schweren Stein in die Krone setzen. Der Grund ist eigentlich der, dass sie nicht allzu schnell in die Höhe wachsen, sondern eben zuerst ein Stück weit gehindert werden am Wachstum gegenüber, sondern zuerst ihre Wurzeln müssen in den Boden verstärken. Das ist manchmal ein Bild davon, warum Gott uns allenfalls hier oder da ohne Last auferlegt. Vielleicht ist die Last dazu da, dass wir unsere Wurzeln in Christus vertiefen und die können wachsen, bevor wir nachher wieder gegen oben wachsen. Ich werde das kurz illustrieren und das ist jetzt ein bisschen etwas, ja, ihr kommt dann schon draus, aber ich brauche jemanden Freiwilliges, der mir schnell kann assistieren kann. Da habe ich immer Freude, wenn ich jemanden darf. Schnell dafür bitten, ihr müsst nichts machen, nichts sagen, aber einfach herstehen und dann mir kurz helfen dabei, dass ich das veranschaulichen kann. Gibt es irgendjemanden, der bereit ist, da schnell dafür zu kommen? Ich danke vielmals. Das ist also super, super nett. Raphael. Ja, macht nichts. Ich habe so ein eine Wäscheklammer mitgenommen. Das ist jetzt etwas, was ihr nicht so gut seht von dahinter, aber du kannst die mal probieren, auf deinem Finger zu balancieren. Und zwar nicht da in der Mitte vom Schwerpunkt, sondern wirklich so ein bisschen auf dem äußeren Ende. Eigentlich sollte das nicht funktionieren, wenn man es richtig, ja, wenn du da reinsteckst, dann geht es, gell? Dann hast du wieder Halt. Aber jetzt geht es darum, was können wir tun, wenn wir jetzt die Wäscheklammer sozusagen als unser Leben, unser geistliches Leben anschauen. Wenn du jetzt da deine linke Hand würdest loslassen, ich habe mal drunter, dann fällt es selbstverständlich runter. Also, wenn ich da nur hier raus habe, dann hat es schlichtweg keine Balance. Und so ist manchmal auch unser Leben, ich gebe dir das schnell wieder, so ist manchmal auch unser Leben, das einfach außer Balance geratet. Weil wir möglicherweise zu wenig Wurzeln können entwickeln. Und jetzt müsst ihr ein bisschen Fantasie haben, ich habe jetzt einfach einen Gurt mitgenommen, der die Wurzeln darstellen soll. Ihr könnt euch das so vorstellen, eben wie da die Wurzeln, die runtergehen so von diesem Gurt her. Und wenn ich jetzt das da, da vorne einklinke, solltest du eigentlich können, da mit deinem Finger das so können balancieren.
Ups. Macht nichts. Ja. Du musst nicht mal so weit hingehen kommen. Wir müssen das noch etwas verschieben, das war auch der Grund. Gewesen, das ist ein unausgegangener Gurt. Aber wir schaffen das schon noch. Wenn ich jetzt so in diese Seite. Ups. So, jetzt funktioniert es. Wenn ihr es von der Seite sehen könnt, ist halt jetzt gerade ein bisschen von weit hinten. Aber probier mal, ob du es balancieren kannst. So. Ups, ja, ich sollte natürlich nicht noch ankommen. Genau. Also eigentlich, wenn ich den Gurt wieder wegnehme und wir es genau bei diesem Punkt lassen, ups, dann funktioniert es nicht mehr. Danke vielmals für das kurze Experiment. Ich finde es immer faszinierend, wenn man jetzt so ein Klemmerli anschaut und denkt, ja, der Schwerpunkt müsste da irgendwo in der Mitte sein, aber wenn wir eben nachher die langen Wurzeln haben, dann ist es wirklich so, dass wir das auf dieser Seite auch nochmal balancieren können, obwohl es eigentlich das Gewicht auch noch auf dieser Seite hat. Aber die langen Wurzeln, die geben Stabilität. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir unsere Wurzeln mit Christus verbinden, dass wir nachher unser Leben eine Art in eine Balance können bekommen, wo wir vielleicht gar nicht damit gerechnet hat oder nicht gedacht hat, dass es so könnte funktionieren. Manchmal haben wir immer das Gefühl, wir müssen selber auch noch wirken und selber auch noch tun. Und wenn wir unsere Wurzeln einfach mit Christus verbinden, dann tut er den Rest. Selbstverständlich ist es jetzt nicht so, dass nachher, wenn unser Leben in Balance ist, dass wir überhaupt keine Probleme mehr haben und alles mit Christus einfach kein Problem mehr ist. Das wissen wir alle, das erleben wir selber auch, es ist nicht so. Aber wir haben nachher eine Gewissheit, dass wir durch die Schwierigkeiten von unserem Leben dadurch nicht alleine müssen, sondern Jesus Christus mit uns kommt, weil wir ja eben mit ihm verbunden sind. Genau. Ihr habt es ja auch in der Lesung zum Beispiel gehört, mit Christus verbunden sein, nur dann können wir Frucht bringen, wenn wir angeschlossen sind an den Weinstock. Ich komme zum zweiten. Wir verlieren mal die Wurzeln, wir gehen zum Wachstum gegen oben. Das Wachstum gegen oben, ich kann es vielleicht so ausdrücken, Leben heisst wachsen. Es gibt kein Leben ohne Wachstum. Also, ich habe sogar noch danach gegoogelt und recherchiert, ob es irgendwie etwas gibt, das lebt, aber nicht wächst. Und in dem Sinne gibt es das eigentlich nicht. Es fängt schon bei den kleinsten Zellen an, weil sie leben, teilen sie sich. Sie sind ja nicht aus toter Materie, sondern sie leben und darum teilen sie sich und wachsen. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, aber ich bin doch erwachsen. Das heisst doch, ich bin doch ausgewachsen, sozusagen. Also alle Erwachsenen da drinnen denken jetzt vielleicht, ja, also Moment mal, ich wachse ja nicht mehr weiter. Also ich hoffe, ihr wachset noch weiter, weil es ist ja nicht einfach nur auf die physische Körpergröße beschränkt, das Wachstum. Auch eure Zellen erneuern sich ständig wieder. Und ich hoffe auch, dass ihr eben, abgesehen vom Physiologischen, dass ihr trotzdem noch wachset, zunehmend an Erkenntnis und Weisheit. Man sagt ja so, im Alter nimmt man zu an Erkenntnis und Weisheit. Darum habe ich also viel graue Haare bekommen mittlerweile. Also, wir alle, die leben, wir wachsen noch. Könnt ihr auch bei den Fingernägeln oder bei den Haaren schauen, auch wenn wir ausgewachsen sind oder erwachsen sind, die wachsen immer noch weiter. Und dementsprechend, eben, unsere Zellen erneuern sich. Leben ist wachsen, wachsen heisst Leben. Ich lese euch eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 4 vor, wo das ein bisschen in biblischen Kontext bringt. Paulus sagt, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Also, ihr kennt das Bild, Christus ist unser Haupt, wir sind seine Glieder, wir sollen wachsen hin zu ihm. Konkret eigentlich in das, was er für uns vorbereitet hat, quasi den Gedanken, den er hatte, den er uns erschaffen hat. Das, was er uns dafür erschaffen hat, was er uns dafür berufen hat. Wir sollen hinwachsen
in jeder Hinsicht zu Christus. Wie können wir jetzt das also geistlich tatsächlich machen? Was können wir tun, für dass wir geistlich wachsen? Da würde ich jetzt wundern, ob ich da ein paar Antworten einfach von euch dürfte. Ihr könnt jetzt einfach laut rausrufen. Was kann man tun, für geistlich zu wachsen? Was würdet ihr sagen? Bibel. Genau, Bibel ist mal ein guter Punkt. Das Wort Gottes in sich aufnehmen. Was kann beten? Gebet, das ist schon ein weiterer Punkt, genau. Worship, Anbetung, genau. Gemeinschaft, ja, sehr gut. Ihr zählt alle die Sachen auf, die ich vorbereitet habe. Man könnte ja auch noch etwas anderes. Aber wenn wir jetzt eben Anbetung im weiteren Sinn nicht nur Musik machen, sondern Anbetung im weiteren Sinn als Lebensstil, dann beinhaltet das natürlich auch Gehorsam Gott gegenüber und so weiter. Also, ja, alle diese Sachen. Und vielleicht noch als Letztes, das habe ich mir jetzt einfach auch so vorbereitet, würde ich sagen, zu bekennen. Bekennen nicht nur von Sünden jetzt so, sondern auch bekennen von Gott. Zum Beispiel anderen gegenüber, die ihn noch nicht kennen. Also, dass wir eben aufgerufen sind, eben Zeugnis zu geben von dieser Hoffnung, die in uns ist. Und anderen von dem zu erzählen, was von dieser frohen Botschaft vom Evangelium, was er für uns gemacht hat. Aber allenfalls eben auch, wenn noch Sachen sind in unserem Leben, die wir müssen bekennen, dann gehört das auch dazu. Wenn wir das können tun, dann können wir eben frei werden, so wie ich es vorhin erzählt habe mit dem jungen Mann, den ich begleitet habe. Dann können wir frei werden und dann können wir aufblühen und weiter wachsen. Das sind so, jetzt mal die fünf Säulen, wo man könnte sagen, mal, da könnte man wachsen mit diesen Sachen. Ich habe da noch etwas anderes kurz vorbereitet. Respektive lassen vorbereiten, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Meine Töchter haben geholfen und noch ihre Kolleginnen. Aber ihr seht es da. Wir haben die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr es heute lesen könnt von hinten, aber ihr könnt mir es glauben. Da steht Gemeinschaft. Gemeinschaft eben im Zusammenhang mit Leuten, die auch mit Gott unterwegs sind, die auch in seiner Nachfolge stehen. Und dementsprechend wirklich, dass man auch in einer verbindlichen Gemeinschaft lernen voneinander und Schritte tun. Gebet. Etwas ganz Wichtiges, dann eben das Bekenntnis und noch die Anbetung. Und wenn ihr jetzt das als Säulen vorstellt, ich kehre es jetzt halt um, dann sind das so die fünf Säulen, wo man drauf stehen kann, sozusagen, oder hoffentlich drauf stehen kann. Und für das ich da drauf stehen, habe ich schnell ein Bachblech ausgerissen von meiner Frau. Jetzt merke ich gerade, ich sollte es vielleicht auf dem Holz machen. Das ist vielleicht besser. Ich komme da ein bisschen hierher. Sonst müsst ihr halt schnell aufstehen. Wir machen es auch bei den Taufen auch so, dass wenn die kleinen Kinder nicht so genau vorne sehen, bei den Taufen dürfen sie auch vorne kommen. Also die können auch wieder auf dem Platz bewegen. So, jetzt habe ich hier die fünf Säulen aufgestellt, wo man eigentlich sollte wachsen können. Hoffentlich. Ich bin nicht der Dünnste. Es kracht zusammen. Warum? Also das war Absicht. Die Frage ist, warum? Alle Becher sind kaputt gegangen. Die Antwort warum ist eigentlich die. Oder ich hole noch schnell das andere. Es reicht nicht, wenn ich nur eins bete. Es reicht nicht, wenn ich nur eins bekenne. Ich muss ganz viel von diesen Becher haben. Weil das muss ein tägliches Leben sein in Christus. Ich muss täglich kommunizieren mit ihm, beten. Ich muss einen Lebensstil von Anbetung haben. Und wenn ich die ganzen Sachen jetzt da immer wieder mache, hoffe ich, dass ich doch nicht schwer bin, aber es gibt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt etwas Leichteres oder man nimmt einfach mehr Säulen. Wir müssen schauen, dass man es unter das Bachblech bringt. So. Also ich habe da ganz viel, also meine
Töchter und ihre Kolleginnen haben ganz viel Arbeit gehabt mit mir heute. Oder gestern. Gestern haben wir das noch, ist die Idee noch gekommen. So, ich hoffe jetzt mal, dass das reicht. Und sonst hätte ich immer noch ein paar Reserven, die ich noch könnte. Ich muss noch mehr beten, noch mehr Gott bekennen. Achtung jetzt, es ist natürlich nicht mein Verdienst. Es geht nicht darum, dass man diese Sachen kann, nachher brauchen und sagen, hey, schaut, wie gut ich da bete und wie viel ich da bete und so weiter. Um das geht es nicht. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir diese Sachen zu einem täglichen, zu einer täglichen Gewohnheit, sage ich jetzt mal, lassen werden, dann dreht es nachher wirklich an und wir können wachsen. Wir können jetzt noch eine nächste Etage aufstellen und so, aber irgendwann dreht es die Versicherung vielleicht nicht mehr. Gut, ich komme zum Schluss. In der Verbindung mit Jesus Christus, das haben wir auch gehört vom Lesungstext her, von dem Weinstock und der Reben, in der Verbindung mit ihm können wir geistlich wachsen. Und in dem Sinn können wir tiefe Wurzeln schlagen, die uns festigen mit dem Grund, wo Christus ist. Und in dem Sinn können wir seinem Wort vertrauen. Und wenn wir das umsetzen in Tat in unserem Leben, dann blühen wir auf, werden frei von Sachen, die uns gefangen halten und wir bringen Frucht. Und die die Vision schon mal gehört haben, merken jetzt ein bisschen, das klingt irgendwo dort an, werdet ihr dann, wenn ihr hoffentlich bleibt zum Visionsfest, dann noch ein bisschen verdeutlichter überkommen. Amen. Geht's noch nicht? So, jetzt ist wieder gut. In der vergangenen Woche haben wir Abschied genommen von der Erika Soboda Schneider, gestorben im 76. Altersjahr, wohnhaft gewesen, erhalten in Sevelen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.
Ich lade euch ein zum Fürbittegebet, das wir dann mit dem gemeinsamen Unser Vater werden abschließen. Allmächtiger und liebender Gott, wir danken dir, schenkst du uns Leben in Fülle durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, hast du uns einen neuen Bund geschenkt, der uns mit dir verbindet und uns lässt wachsen und Frucht bringen. Lass unsere Wurzeln fest gegründet sein in dir und in deinem Wort und hilf uns, in das hineinzuwachsen, was du für uns vorgesehen hast. Richte unser Herz aus auf dich. Und wir bitten dich jetzt auch für unsere Mitmenschen, hier in der Region, in der Schweiz, aber auch auf der ganzen Welt. Wir bitten für die, die von Gewalt und Krieg oder Hunger bedroht sind oder ihre Heimat haben müssen verlassen. Schenk du Frieden, Herr. Schenk Versorgung und Zuflucht. Wir bitten dich für Menschen mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Schenk du Mut zum Leben, Hoffnung auf Heilung. Wir bitten dich für die Trauernden, die jemanden von ihren Liebsten haben müssen loslassen. Bist du ihnen nach mit deinem Heiligen Geist und tröst du sie in der Tiefe von ihrem Herz. Wir bitten dich für uns alle, die gehen wieder neu eine Begegnung mit dir im Auferstandenen brauchen. Erbarm du dich über dieser Welt und über uns. Und so beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, und dazu bitte ich kurz aufzustehen. Ihr könnt dann auch zum anschließenden Lied auch gerade stehen bleiben, wenn ihr mögt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr mögt, könnt ihr stehen bleiben zum nächsten Lied. Das findet ihr, wenn ihr mit Noten wollt, singen im grünen Büchli 921. Oder sonst da vorne der Text projiziert. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach dir, meinem Vater. Ich bin verloren in mir ohne dich. Ich habe Hunger und Durst, dich zu kennen. Mein Herz will näher und näher zu dir. Ich habe nach dir mit den Bäumen, mit jedem Vogel und wie er dir singt. Habe Duldung auf dir mit den Wolken und wenn am Abend die Sonne versinkt, o mein Vater, mein Erbarme, mein Zuhause, mein Gott, wie ein Siegel, leg mich an dein Herz. Deine Tränen will ich teilen, deine Freude verstehen und ein ganzes Leben mit dir gehen. Ich habe Sehnsucht nach dir, den Sternen, nach deiner Weite, nach himmlischem Glanz. Ich habe dich dur umkreisen, nun wunfender Vater, hier hast du mich ganz. O mein Vater, mein Erbarme, mein Zuhause, mein Gott, wie ein Sieger, wirklich ein dein Herz, dein
mein Zuhause, mein Zuhause, du mein Gott. Wie ein Siegel leg mich an dein Herz. Deine Tränen will ich teilen, deine Freude verstehen und dein ganzes Leben mit dir gehen. Ich komme zu den Mitteilungen. Ich möchte als erstes allen, die irgendwie zum Gelingen von dem Gottesdienst beigetragen haben und auch zu all den Teilen, die nachher noch kommen, einen ganz herzlichen Dank aussprechen. Das ist nicht selbstverständlich und ich schätze alle Mitarbeit, die da geleistet wird. Dann zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Wir haben am Montag den Mucki-Treff um 9:30 Uhr, am Mittwoch den Mittagstisch, am Donnerstag am Abend ist Lobpreiszeit. Und am Freitag ist Karfreitag selbstverständlich, Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl mit dem Kollegen Pfarrer Marcel Ammann und ebenso Hans-Peter Küng an der Blockflöte und dann eben Kinderhüte, wo offiziell wirklich losgeht, oder heute eigentlich auch schon, glaube ich, aber genau. Eben wieder neu mit Kinderhüten, die wir anbieten und gleichzeitig Sonntagsschule. Und dann an Ostern selber am Sonntag der Gottesdienst wieder mit Abendmahl mit meiner Wenigkeit und dem Kirchenchor. Und gleichzeitig auch wieder Kinderhüte und Sonntagsschule. Ich bin auch noch gebeten worden, auf ein paar Sachen zum Voraus aufmerksam zu machen. Einerseits mal die Gemeindeferienwochenende über Pfingsten. Wir gehen über Pfingsten auf Kempten und viele dort Gemeinschaft, die wir miteinander dürfen haben. Es freut uns über alle, die mitkommen, die da irgendwo gerne in die Gemeinschaft einsteigen wollen. Es ist wirklich eine sehr gefreute Sache und es gibt ganz viele Angebote. Die könnt das auf dem Flyer, den ihr hinten könnt nehmen oder auf der Webseite könnt ihr all das dann auch noch nachlesen. Hat Kinderspielzimmer, hat Ping-Pong, Billard, hat ein Bad in der Nähe und so weiter. Dann bin ich auch noch gebeten worden, für das hier Werbung zu machen. Das ist das Auffahrtslager von der Jungscharen. Auffahrtslager mit der Besi-Jungscharen aus St. Gallen, Appenzell, Graubünden und Tessin zusammen. Also eine etwas grössere Sache. Mit Joshua im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Wer will das schon nicht? Ich muss immer schauen bei meiner Familie, dass ich noch zu genug Honig komme, weil der geht immer sofort weg. Aber Milch und Honig ist immer gut. Es steht hier nicht drauf, bis wann ihr es anmelden müsst. Das weiß ich nicht so genau. Luca, kannst du mir sagen, bis wann der Anmeldeschluss ist? Nein. Okay, gut. Dann meldet euch einfach an, es hat Plätze, solange es hat. Findet statt vom 8. bis zum 12., also eben über das Auffahrtswochenende. Dann muss ich schauen, dass ich nichts vergesse, was ich davon noch muss sagen. Genau, wir haben hier noch einen weiteren Flyer, den ich euch schon darauf aufmerksam machen kann. Ich tue den nachher noch gerade auflegen, die sind ganz quasi druckfrisch. Einladung zum REMA Familiengottesdienst, ökumenisch, inklusiv. Das heisst, wir haben einen speziellen Gottesdienst, wo auch noch Leute vom Reboot mit helfen, mitgestalten und sie werden das Theater und das Musikstück beitragen zum Thema Superheld. Darum heisst der Titel auch Superheld inklusiv. Und selbstverständlich haben wir den REMA ohne Stand, wo ihr herzlich eingeladen seid, der bei uns auch vorbeizukommen. Der Stand ist nicht nur von unserer Kirche gemeint, sondern jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen, kann ich da vorne schauen? Ja, genau, Eichberg Oberried, Trebste, Marbach und unsere Kirchgemeinde Altstetten. Also herzliche Einladung dazu. Da findet am 28. April statt, der REMA-Gottesdienst. Und die Gottesdienst kommen, für die ist nachher der Messeeintritt frei. Es lohnt sich also schon rein nur von dem her, nebst dem guten Gottesdienst, den ihr natürlich miterleben werdet.
Ich darf es so sagen, weil ich bin nicht so in der Predigtgruppe nicht dabei, sondern mache nur ein bisschen die Rahmengestaltung. Von dem her darf ich sagen, es wird sicher ein guter Gottesdienst. Gut, dann werde ich einfach noch die Kollekten ansagen vom heutigen Gottesdienst, bevor sie dann nachher an Urs übergeben für weitere Informationen, wie es nachher dann läuft. Die heutige Kollekte ist bestimmt für das kantonale Blaue Kreuz. Das Blaue Kreuz ist eine international tätige Organisation von Suchthilfe, spezialisiert auf Alkohol und engagiert sich in verschiedenen Bereichen von Prävention, aber auch verantwortungsvoll mit Suchtmitteln umzugehen, Lebensqualität fördern, wenn man in der Sucht innen ist, dass man dort auch wieder Alkohol- und Suchtprobleme kann verhindern und Folgen von Missbrauch bekämpfen. Die Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und basiert auf dem christlichen Glauben. Auch Kinder- und Jugendarbeit wird gemacht, unter anderem in den Ferienlagern werden so alkoholfreie Blue Cocktail Bars aufgestellt oder zur Verfügung gestellt und Tanzkurs Roundabout sind auch noch dort angegliedert. Also auch Arbeit für Kinder und Jugendliche wird da gefördert. Ich danke euch ganz herzlich für das Mittragen von dieser Kollekte. Ich kann jetzt bei äußeren Ausgangstür links und rechts einwerfen oder auch per Twintcode etwas geben. Danke vielmals dafür. Jetzt bitte ich den Urs Noser dafür zu kommen für seine Mitteilungen. Ja, liebe Kirchgemeinde, super, so eine Folie dürfen reinzuschauen. Eines von unseren Stichworten in der neuen Vision heisst gemeinsam. Das war bis jetzt noch nicht so stark zum Thema gewesen. Jetzt ist vor allem das Erste, Gott näher kommen, aufblühen, Frucht bringen, das Thema gewesen. Wir sind hier schon mal gemeinsam zusammen am Feiern. Und wir wollen heute noch mehr gemeinsam unternehmen. Als Erstes ist jetzt gerade anschliessend an Gottesdienst unsere Kirchbürgerversammlung. Man kann jetzt denken, ja, das ist jetzt etwas, was man halt machen muss, das ist etwas Technisches und so. Ich finde es ganz wichtig, wir haben in der Schweiz die Möglichkeit, demokratisch miteinander Beschlüsse zu fassen, die Gemeinschaft im Ausüben von unseren Stimm- und Wahlrecht ist etwas ganz Entscheidendes, auch bei uns in der Kirche. Schön sind Sie darum da und tun Sie diesen Teil gemeinsam miteinander beschliessen. Anschliessend an die Kirchgemeindeversammlung gibt es dem Wetter geschuldet leider nicht draußen, sondern denen im Kirchgemeindehaus zum Mittag für alle. Damals gibt es ein bisschen mehr wie bloß eine Wurst. Und zwischen dem Hauptgang und dem Dessert wären unsere kreativen Seiten, die wir alle auch mitbekommen haben, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. So wie der Raphael gesagt hat, die einen sind beim Singen, bei der Musik in der Ferien gewesen und die anderen bei der Verteilung der kreativen Talente. Aber ein bisschen etwas haben alle. Und in dieser kreativen Phase, da könnt ihr euch schon mal ein bisschen anfangen, Vorgedanken machen, werden wir etwas herstellen, wo wir nachher dann da an den Baum her können hängen. Jetzt weiss ich, wenn ich da heute runter schaue, es hat ein paar unter uns, die wahrscheinlich nicht stimmberechtigt sind, weil sie aus dem Nachbardorf kommen oder aus einer anderen Gemeinschaft. Das ist kein Problem. Die können jetzt schon mit rüberkommen ins Kirchgemeindehaus. Ich glaube, Kaffeemaschine können wir schon vor dem Mittag einschalten, dass ihr nicht im Regen aussen warten müsst, bis wir die Kirchbürgerversammlung durch haben. Oder die interessiert sind, dürfen auf den Emporen oben Platz nehmen. Dort sind alle die nicht stimmberechtigt sind, die dann dort oben Platz nehmen. Danke für den Hinweis, Roger. Schön wäre, wenn möglichst alle nachher mit rüberkommen, wenn ihr dahin sind, einfach zuerst Platz nehmen, die Jacken abtun. Und nachher vor dem Haupteingang in unserem Zelt kann man nachher zum Mittag fassen. Getränke sind, etwas ist auf dem Tisch und die anderen Getränke kann man nachher am Buffet vorne holen. So haben wir ein bisschen verteilt und am Schluss haben wir alle genug, hoffentlich. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit euch, auf eure Kreativität und so als ersten Vorgeschmack nach der Kirchbürgerversammlung können wir da bereits ein bisschen etwas über
von unserer Vision. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Aber es wird dann im Ausgang verteilt. Könnt ihr dann mit übernehmen. Danke vielmals. Gibt es noch irgendwelche Worte? Dann schließen wir einfach noch den Gottesdienst ab. Das Sendungswort, das ich euch mitgeben möchte, ihr habt es beim Eingang auch schon gehört. Wachst aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen.